Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Filmtalks. Das hat Herr Feldmann nicht so mitbekommen. Der hat zwei Folgen gefehlt. Tut mir leid, was soll Ja, ich machen? er musste halt heiraten. Ich habe gerade ein Déjà-vu, denn wir haben diese Folge schon zu einem Teil aufgenommen und dann sagte Herr Feldmann, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Es ist ja auch noch früh. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ach, leck Ja, mich doch am es Arsch. ist Feiertag, es ist morgens. Also, Ja, ja, kann wir mal haben. passieren. Gut, deswegen, ohne drum rum zu reden, damit wir hier vorankommen, wir haben uns gedacht, nachdem wir letzten Monat das Movie-Match gemacht haben mit den verbotenen, mit den geilsten verbotenen Filmen, also wir haben den geilsten verbotenen oder ehemals verbotenen Film gesucht und das kam bei euch ganz gut an. Da haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir nochmal einen Nachschlag. Wir machen jetzt den Buddy, der ist ja auch jetzt beim Trash-TV immer wieder im gleichen Thema rumreitet. Um auf der Erfolgswelle zu schwimmen, das machen wir auch. Also reden wir heute über ehemals beschlagnahmte Filme. Und wir haben uns sechs Filme rausgesucht und über die wir euch näher vorstellen wollen, die alle frei erhältlich sind mittlerweile und die also zu meiner Jugend und auch noch als ich damals jung war, keinesfalls erhältlich waren, bis 2011 dann Turbine den großen Paukenschlag geschafft hat. Sie haben Blutgericht in Texas von der Beschlagnahmeliste nach jahrelangem Kampf und viel, viel Geld investieren runterbekommen und haben damit den Stein ins Rollen gebracht. Das hat dann so ein paar Nachahmer gegeben. Mittlerweile ist es relativ einfach, die ganzen alten beschlagnahmten Filme runterzuholen, weil meistens die ganzen Schriften gar nicht mehr existent sind von damals, weswegen man da relativ schnell die Sachen runterkriegt. Aber Aber war ja damals ein riesengroßes Ding, ne? Und es ja. ist, glaube ich, aber was ja wirklich mal, ich habe ja mal ein Interview mit denen gesehen, was viel Zeit und Geld gekostet hat, weswegen die ja jetzt irgendwie einmal pro Jahr nochmal Texas Chainsaw und nochmal neu auflegen. Aber Ja. sei ihnen ja gegönnt. Also, ne, sie haben ja wirklich dann was bewegt Ja, in dem absolut. Segment. Absolut, ne? Last House on the Left haben sie auch runtergekriegt. Ja, Den habe ich aber auch neulich erst. andere. Aber auch andere haben ja auch dann, ob es dann der Ja. Teufel ist oder Dawn of the Dead Ja, ist mittlerweile ja. runter. Also wirklich diese ganzen Klassiker, die immer so diesen, oh, das ist verboten, Ja. die haben es alle geschafft, irgendwie jetzt wieder frei in den Handel zu kommen. Und es ist ja wirklich dank diesem Umstand eine super Zeit für Filmfans, die einfach nicht mehr irgendwie, klar, wir hatten es ja auch schon davon, dass da der Spaß so ein bisschen weggeht, indem du dieses Nachjagen nach den besonderen Filmen, nach der Edition, ne, diese Suche dann natürlich da ein bisschen hinfällt. Heute machst du drei Klicks und hast zwei Tage später im Briefkasten. Ja. Aber es ist natürlich, du bekommst ja alles. Also es ist ja wirklich, du hast die Vielfalt besser, als es jemals war. Und wir besprechen heute ein paar Filme, wir dürfen alle frei drüber reden, weil die sind nicht mehr beschlagnahmt. Ne? Wir Ja. müssen nicht fürchten, dass uns irgendwie Anwaltsschreiben ins Haus flattern. Und wir haben dann relativ, denke ich, ein gutes Spektrum abgedeckt. Also. Ja, wir haben also uns sechs sehr unterschiedliche Filme gesucht, die mal verboten waren und jetzt nicht mehr. Aus dem Horror- und auch Action-Bereich, muss man sagen. Ja, ich lasse dir den Vortritt. Such dir einen Ja. aus. Ich suche mir mal einen aus, weil ich glaube, Moment, wir haben noch nicht über Halloween 2 gesprochen. Doch, wir haben schon über Halloween 2 gesprochen. Das ist noch nicht aufgezeichnet worden. Ja, Ja. Halloween 2, 3 Jahre nach Teil 1 und Regie Rick Rosenthal, der uns Perlen gebracht hat wie Halloween 8. Er hat Bad Boys gebracht mit Sean Penn, der wirklich gut war. Dann hat er Halloween 8 gebracht und auch Die Vögel 2. Große Klassiker der Filmkunst. Ja, erzähl uns was zu Halloween 2. Ja, Halloween 2 ist natürlich das erste Sequel zu John Carpenters großen Klassiker von 78. Es sollten ja noch zahlreiche weitere Sequels und Timelines und Neuinterpretationen folgen. Der zweite Teil zählt aber nach wie vor ja zu den beliebten Sequels, glaube ich, so würde ich sagen, ne neben Teil 4 und Age 20. Macht natürlich das, indem er direkt an den ersten anknüpft. Also er spielt ja noch in derselben Nacht. Ne, wir erinnern uns, Michael Myers ist entkommen und läuft weiter durch Haddonfield, während Laurie Strode ins Krankenhaus gebracht wird und Dr. Loomis macht sich natürlich auf die Jagd, weil er weiß, er ist nicht zu stoppen, er wird nicht einfach aufhören und ne, er muss natürlich erst die Polizei überzeugen und
diese ganzen Tropes. Ja. Und ja, natürlich laufen die Fäden dann im Laufe der Handlung zusammen und es geht im Krankenhaus zur Sache. Michael Myers mordet sich durchs Krankenhaus, um an Laurie Strode zu gelangen. Sie flieht vor ihm und am Ende kommt es zum großen Showdown. Ist natürlich, dass der zweite Teil anders als der erste wirklich ein klassischer Slasher-Film ist. Man merkt einfach, dass zwischen Teil 1 und 2 mehrere Nachahmer natürlich auf den Markt gekommen sind. Freitag der 13. ist also das prominente Beispiel, aber auch My Bloody Valentine, glaube ich, und Prom Night und wie sie alle heißen. Ja, die Man kamen so hat. langsam auf zu der Zeit. Ich Ja, glaube, ja. die waren teilweise auch noch später. Ne? Freitag der 13. war auf jeden Fall, der war so Ja. 1980 und Ja, so. der war vorher, und der ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, Die Leute der. wollten das sehen. Die wollten Blut, Gewalt, Ja. drastische Effekte, weswegen der zweite Teil ja natürlich mehr blutige Einzelheiten zeigt als noch der Vorgänger, auch wenn jetzt der Halloween 2 kein Splatterfilm ist, um Gottes Willen. Nein. Der ist doch im Vergleich zu anderen relativ zahm. Aber man merkt schon den Zeitgeist. Und Der sollte ja auch ja. noch zahmer sein, aber dann kam das Testpublikum und sagte, das ist scheiße, und John Carpenter sagte auch, das ist scheiße. Dann hat er nochmal Szenen nachgedreht. Ja, weil du merkst ja, dass bei Freitag der 13. zum Beispiel, da hatten sie Tom Savini, der dann wirklich dann hier mitten in der Kamera den Kehl schnitt und hier durchbohrt mit einem Pfeil und so. Also er hat ja wirklich dann schon so Sachen gezeigt, die du vorher so noch nicht gesehen hast, ja, in solchen Filmen. Und das Publikum. Es gab ja nicht umsonst die große Slasher-Welle der 80er, weil eine Zeit lang wollten die Leute das halt sehen. Es war halt einfach und es war effektiv. Und man hat Ja. sich da mit dem zweiten Teil so ein bisschen dran angebiedert, was natürlich aber auch zur Folge hat, dass dieser Spannungsaufbau, ne, dieser leise Grusel des ersten Teils halt ein bisschen verloren geht. Ne? Carpenter war halt sehr gut darin, das so wirklich langsam aufzubauen, dieses Zusammenspiel aus Schnitt, aus Musik, aus Kamera, der zweite Teil ist wesentlich gewöhnlicher, aber immer noch gut. Ja. Das Ding ist, der zweite muss keine Geschichte mehr erzählen, weil er ja wirklich, er spielt ja wirklich Minuten nach dem ersten. Also wir Ja, sehen ja am natürlich. Anfang, wir sehen am Anfang als Prolog, sehen wir die Schlussszene des ersten Teils erweitert um ein paar kleine Momente. Dann kommt der Vorspann und dann spielt es quasi, ja, die Zeit des Vorspanns genutzt in Echtzeit und dann geht es genau dort weiter. Also dann wird Pleasance, Dr. Loomis wird vom Sheriff von Lee Brackett aufgegabelt, der noch nicht weiß, dass seine Tochter eines der Opfer ist. Und Laurie Strode wird gerade ins Krankenhaus gebracht, wo wir auch Zeuge werden. Also es geht wirklich nahtlos weiter. Es ist also der einzige Halloween-Film, der so ein bisschen anders ist, weil er wirkt wie ein Epilog. Es ist nicht so, dass der Film für sich alleine wirklich stehen kann, Nee, kann er finde ich. nicht. Ich habe es jetzt nochmal, ich habe ihn, gut, ich kenne, ich habe Halloween 1 und 2 im Doppelpack zwei Dutzend Mal gesehen in meinem Leben. Ich liebe beide Filme an sich. Also als Doppelpack, weil ich liebe Halloween 1 und ich gucke dann immer noch mal Halloween 2 hinten dran, also wenn ich die Zeit habe, weil ich finde, für mich gehört das einfach zusammen, weil es eben auch, er hat ein anderes Ende, er endet am Morgengrauen, die Geschichte ist erzählt. Eigentlich war mit Halloween 2 die Geschichte erzählt, man hat ja mit Halloween 3 dann was anderes versucht, was in die Hose ging, woraufhin man dann Michael Myers ja wieder zurückgeholt hat, wobei ich glaube, es ging einfach in die Hose, weil der Film auch nicht sonderlich gut war. Hätten sie einen guten Film gemacht, hätte es vielleicht nicht in die Hose gehen müssen. Meinst du bei Halloween 3? Ja, Halloween 3. Halloween 3 ist ein guter Film. Ja, es ist ein Film mit Schwächen, aber ein Ja, er Film, ist nicht perfekt, der aber. einige Sachen falsch macht und die Geschichte ist so abstrus, das hat das Publikum damals nicht gefressen. Natürlich, damals nicht. Das größte Problem war auch einfach, dass er einfach Halloween 3 hieß. Also, ne, Ja. das Marketing war auch schlecht. Aber den zweiten, den kannst du nach wie vor gut gucken. Ich finde, der hat zwar so seine Längen, weil ich finde, dadurch, dass Carpenter sich im Original ja auf eine kleine Personengruppe konzentriert, und finde ich das da besser gelungen, weil die mehr Charaktertiefe bekommen tatsächlich. Im zweiten Teil hast du halt dieses austauschbare Krankenpersonal und so. Und da gibt es diese Dialogszenen und diese Klischeefiguren. Der eine will immer nur bumsen, ja. Ja, Leo Rossi. Ja, das ist dann immer so ein bisschen, wo du denkst, oh, aber das haben aber die meisten Slasher mittlerweile, dass du die heute guckst und denkst du immer, wenn Figuren miteinander reden, denkst du, oh, kann nicht jemand sterben? Aber trotzdem funktioniert der zweite relativ gut, weil er zwischendurch gute Spannungssequenzen hat. Ja, er ist zwar nicht so besonders grafisch, weswegen ja, wir hatten es ja schon, die Beschlagnahmung ja eigentlich schon immer ein Witz war, Ja. tatsächlich. Also er ist
im Vergleich noch relativ handhaben. Ne? Ich glaube, das Brutalste ist, wenn sie in dem Whirlpool, warum der auch immer da im Krankenhauskeller steht, ist egal, dann das Gesicht verbrüht bekommt oder also siehst du halt so ein paar Hautfetzen runterhängen. Das ist so eigentlich das Brutalste, Ja. was onscreen passiert. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, es gibt noch die Spritze irgendwie in die Schläfe und Ja, das aber ist da auch sieht man ja lächerlich. nichts. Da Das ist sieht man. total. Das war übrigens die einzige geschnittene Szene damals in der alten deutschen Fassung. Diese Okay. Spritzenszene, da war die Nahaufnahme, das war gekürzt tatsächlich. Also auch in der beschlagnahmten Fassung. Ich hatte damals meine Eltern hatten damals eher gesagt, das ITT-Video 2000 Band. Video 2000, ja, ist ein Relikt einer alten Zeit. Das war wirklich beschlagnahmt. ITT und VMP, das war ein Verein, haben beide den Film rausgebracht und auf die Beschlagnahmeliste hat es die ITT-Fassung gebracht. Die VMP-Fassung wurde dann bundesweit eingezogen, lediglich. Die, Inhaltsgleich. ja, wegen inhaltsgleich. Es stand aber bei uns um die Ecke in der Videothek. Zeit meines Lebens tatsächlich in der VMP-Fassung. Mit diesem gelben Button, den VMP dann gerne aufgemacht hat, von wegen nicht für Jugendliche, bla bla bla, so ein großer gelber Button war das. Nach Wer weiß, das war Paragraph. ja wie eine schriftliche Einladung dann. Ja, natürlich, das war so, oh geil, das muss ich gucken. Und ja, wie gesagt, ich gucke sie immer im Doppelpack. Ich habe jetzt für die Sendung Teil 2 einzeln geguckt. Auf die Idee würde ich sonst aber nie gucken. Das ist genau wie Halloween Kills. Den guckst du auch nicht Ja, einzeln. der bringt auch nichts einzeln. Ja, den muss man immer irgendwie im Doppel gucken. Ne? Man kann ja heutzutage kann man ja wählen, was für Reihenfolgen man guckt. Du kannst ja eins und zwei im Doppel gucken. Du kannst eins und den 2018er im Doppel gucken. Du kannst aber auch eins, zwei in H20 gucken. Nur Resurrection, den sollte man nicht gucken. Oder 1, 2 und 4. Natürlich kannst du auch 5 und 6 noch gucken. Muss man auch nicht. Wobei 4 auch sehr gerne mag. Vier mag ich auch noch sehr gerne. Also vier ist wirklich so einer meiner liebsten Sequels aus der Reihe. Da haben sie nochmal viel richtig gemacht. Ja, fünf, Sie haben. da wird es dann schon bescheuert. Und sechs ist ja wirklich eine ganz bizarre Veranstaltung. Ja. H20 ist halt nochmal so eigentlich das Sequel, was es nochmal gebracht hat, auch wenn der halt heutzutage schon Er ist so halt, hart 90er ist, ne? ja, der ist sehr, Der ist da eigentlich fehlt, mehr, der ist mehr Scream wie Halloween da eigentlich. fehlt, da fehlt die Dawson's Creek Musik im Vorspann. Ja, eigentlich schon. Aber trotzdem hat natürlich das Halloween-Franchise auch noch so seine guten Ja. Momente, auch viel, naja, Momente, aber Halloween 2 gehört sicher zu den guten. Hat dich bei Halloween 2 auch immer, das hat mich als Jugendlicher, weil man konnte ja nicht auf Englisch stellen bei ITT, hat dich immer der Synchronfehler gewundert? Welche Es war gibt das? Ach einen ja. großen Synchronfehler, und zwar, wenn man den Leichnam des vermeintlich verbrannten Michael Myers, relativ am Anfang des Films, wird ein Typ mit der Ja. Maske ja, auf bizarre Art und Weise von der Polizei gekillt, indem man Sprichst in du, ihn rein, warum? einfach in ihn reinkracht. Da ist ein Typ in der Maske auf der Straße, der nichts getan hat. Das ist er. Bam! Und dann explodiert und er verbrennt und man untersucht die Zähne und sagt, ja, der ist 17 und also der müsste so um die 17 sein, der hier gestorben ist. Und Loomis sagt, der Michael Myers ist 31. Und wie alt ist der? Moment mal, wenn der 10 Jahre in der Klapse saß, nachdem er seine Schwester umgebracht hat, und da war er noch ein kleiner Junge, dann kann der nicht 31 sein, weil der sah nicht aus wie 21, als er mit dem Messer losging. Nein, er ist auch 21. Man hat in der deutschen Synchronfassung einfach das Alter verwechselt. Das ist noch verwirrender, weil man in Halloween 1 im Abspann das Alter auch noch verwechselt hat. Da steht nämlich, glaube ich, dass er 23 ist. Was auch Ja, nie hinkam. Also da mit dem Alter von Michael. da Oh. bin ich immer so, das hat mich nie so. Ich wusste ja, dass es ein Synchronfehler ist, aber das hat mich jetzt auch nie Nein, sonderlich rausgerissen. es hat mich verwundert, weil es im Abspann des ersten auch noch falsch steht. Also völlig. Ich meine, come on, also jetzt in den letzten Halloween-Filmen lief der als Rentner durch die Gegend. Ja, scheißegal, wie alt er ist. Ja, natürlich. Aber das war ja damals nicht der Fall. Da war ja das. Guck mal, Ja. als ich den Film gesehen habe, war ich 13. Das heißt, das muss 1988 gewesen sein. Da war der Film ja noch nicht so, da war er noch relativ frisch. Ja, der war, ja Ja. gut, da hat er auch schon 7 Jahre auf dem Buckel gehabt. Aber Ja. ist ja alles gut. Ja. Ja, Nee, aber auf also. jeden Fall, den kann man sich ganz gut geben. Also das ist, der ist auch nicht zu lang, der hat seine kleinen Härten, der hat zwischendurch auch sein Tempo. Ja. Ja, der leidet halt an diesen üblichen Slasher-Krankheiten, aber das haben alle. Also wenn du Fan des Genres bist,
kommst du auch mit Halloween 2 sehr gut zurecht. Und wie gesagt, im Doppel mit dem ersten, am besten noch zum 31. Oktober, da macht man nichts falsch. Ne? Ja, bleiben wir bei dem Franchise, das wir schon erwähnt haben. Freitag der 13. Oh ja, Bei stimmt. Freitag der 13. wurden damals bizarrer, also Teil 1 hat es ja geschafft, in Deutschland unrated zu kommen. In Deutschland und Japan, das waren die einzigen Länder weltweit, die diesen Film unrated hatten. Hintergrund ist, dass es eine Paramount-Produktion war und die haben damals, weil sie nicht viel erwartet haben vom Freitag der 13., die Rechte in Deutschland und in Japan an Warner verkauft und haben den Film an Warner geliefert, bevor sie ihn der MPAA vorgelegt haben. Das heißt, bevor sie ihre Schnittauflage bekommen haben, hat man die unzensierten Fassungen nach Deutschland und Japan geschickt. Japan natürlich raus damit. Und Deutschland hat den Film ungekürzt ins Kino gebracht und dann ist er auf Video gekommen ohne FSK-Prüfung. Das war damals noch sehr besonders. Ist auch schnell auf den Index gelandet, aber nie verboten worden. Und es ist auch von den alten Paramount-Titeln dadurch von den alten, ja, von der ersten von den ersten 8 Filmen, die ja in einem Guss sind, der härteste. Also die anderen wären noch deutlich härter gewesen, aber man hat sie ja immer zensiert. Das Teil Ding, 2 hatte ja gar nichts mehr zu sehen. ja, das Ding ist halt, weil du es ja auch gerade erwähnt hast mit Paramount, das war ja immer so das Stiefkind von Paramount. Also Ja. Paramount selbst, alteingesessene Hollywood-Produktionsfirma, die hatten ja nie wirklich Bock da drauf. Nee, aber es hat so viel Geld gebracht. Kann ich mal jedem empfehlen, diese 6-stündige Doku mal zu gucken, Crystal Lake Memories, die das ganze Franchise behandelt, wirklich sehr ausführlich, die ist fantastisch, wo ja auch erklärt wird, dass Paramount immer eigentlich, das war so ein Versuchsballon, keiner hat mitgerechnet, dass das so viel Geld bringt. Und man hat es immer weiter laufen lassen, aber eigentlich wollten die nichts mit zu tun haben, weil die natürlich die Kritiken waren vernichtend. Die Jugendschützer sind auf die Barrikaden gegangen, weil die Filme sich natürlich hauptsächlich nur auf Titten und Morde beschränkt haben. Und man hat dann irgendwie diesen Produzenten, diesen Frank Mancuso, der das dann so geführt hat. Und die haben mir ja auch nie viel Geld für ausgegeben. Also die haben da immer nur so paar Kröten rübergerückt und gesagt, macht mal. Und war, haben mich aber immer gefreut, wenn das Ding irgendwie Millionen eingespielt hat. Das ging ja noch weiter, bis, glaube ich, Teil 7, erst ab Teil 8 wurde es dann. Ja, es hielt ja lange. Ich durfte als Jugendlicher immer Filme bis FSK, also als ich 12 war, durfte ich alle Filme bis FSK 16 gucken. Bei FSK 18 durfte ich vereinzelte Actionfilme gucken, also Rambo und solche Sachen, das durfte ich alles sehen, also Rambo 2 und die ganzen Chuck Norris Sachen, das war alles kein Problem. Bei Horror waren meine Eltern immer, und als ich 13 war, durfte ich dann auch so die FSK 18 Filme gucken. Und das begann bei einem Kumpel von mir, hallo Andreas, falls du mich hier noch siehst, du warst es, der mir damals ein Videoband gegeben hat, auf dem Freitag der 13.6. und Tanz der Teufel 2 waren. Beide geschnitten, aber beide waren für mich so. Und vor allen Dingen Freitag der 13.6. Also Jason hat mich als 13-Jähriger total beeindruckt und ich musste alle Filme gucken und habe die dann kreuz und quer geguckt. Also alles das, was meine Mutter mir aus der Bibliothek holen konnte, immer so, hol Die mir Freitag der 13. Film. kannst du ja auch kreuz und quer gucken. Das Die ist ja muss. bei Freitag 13 ist das ja was anderes wie Eigentlich ja bei nicht. Halloween. Eigentlich nicht, weil die ersten 8 Filme bauen tatsächlich aufeinander auf. Wenn du sie kreuz und quer guckst, dann hast du ja schon mal den Spoiler zu Teil 1, wer der Killer ist, schon mal, ne? Der wird ja schon mal von Latz geschissen. Ja, So, und dann. das Ding ist aber bei Halloween, das muss man schon sagen, bei Halloween ist, ne, da haben sie bei jedem Film versucht, zumindest, das ist mal gut gegangen, mal nicht, die Handlung fortzuführen und auch die Fäden. Ich muss Einspruch erheben. Bei Freitag der 13. haben sie das viel mehr gemacht. Die ersten 8 Teile bauen alle aufeinander auf. Der erste endet damit, dass sie sagt, da ist der Junge im See, der mich ins Wasser gezogen hat. Der zweite beginnt damit, dass der Junge, aus dem sie umbringt, und am Ende seinen Kartoffelsack wegkriegt. Ja, Und aber dann die Maske im dritten Teil findet, in der Scheune stirbt, im vierten dann ins Krankenhaus gebracht wird. Also es baut alles aufeinander auf. ja, das ist aber sehr lose, aber du musst trotzdem Nee, Tommy dazu, Jarvis? ja, mein Gott, aber du musst trotzdem dazu sagen, dass anders als bei Halloween in jedem Film das einfach in demselben verfickten Camp spielt, wo jedes Mal einfach neue Teenager rangekarrt werden Stimmt ja und auch nicht. Teil 4 und 5, 3, 4 und 5 spielen alle nicht in einem Feriencamp. Keiner von den dreien spielt im Feriencamp. es spielt in derselben
Im Die selben Gegend, Umfeld. in derselben Gegend, Es genau. ist immer irgendwo im Wald Ja, und ne? es ist in der Hütte und ja. Man muss auch sagen, dass also es war halt schwierig an die Filme ran, weil Teil 3 und 4 waren bizarrerweise in Deutschland verboten. Teil 3 war damals umgekürzt, wobei da nicht viel zu sehen ist, und wurde verboten. Und Teil 4, den man komplett zersäbelt hat, nachdem Teil 3 eben Probleme in Deutschland bekam, dem jeder Mord, es war wirklich ausnahmslos, jeder Mord, der onscreen vorkam, war geschnitten. Selbst das Ende, es ist ja The Final Chapter, es sollte der letzte Film sein. Jason stirbt an diesem Ende. Und selbst der Tod von Jason war geschnitten. Und zwar so richtig mit immer so. Erst auf DVD ist das dann in Deutschland, also als der nachher, erst nicht in Deutschland, weil sie sind auf DVD erschienen, mit deutscher Tonspur, und wollte sie erst in Deutschland rausbringen, hat er gemerkt, ach nee, die sind ja verboten. Da war der Film komplett. Du hörst aber in dieser Fassung, in der Paramount-Fassung, hörst du die Tonhaxer teilweise, weil sie es nicht hingekriegt haben, das nahtlos in der ersten DVDs so einzufügen. Es ist nachher auf Blu-ray jetzt besser geworden. Von Teil 4 ist tatsächlich dann auch das Unrated-Material später ohne Ton aufgetaucht. Windige Raubkopierer haben das in den Film eingefügt und mit Tonloops Unrated gemacht. Also es gibt von Teil 4, genau Ja, wie die von habe Teil ich auch 2. mal gesehen, Ja, die Vierer unrated, ja. die ist auch runder tatsächlich. Die ist ein bisschen runter, die schwankt natürlich auch hart in der Qualität. Es gibt dann so ein paar Inserts, die sehen aus wie eine unterm Schneidetisch rausgefischt. Es gibt aber auch dann auch ein paar Szenen, die bessere Qualität haben. Aber der, klar, man bekommt, muss man auch dazu sagen, jetzt wie bei Teil 4, jetzt nicht irgendwie noch neue Szenen zu Nee, Gesicht. sie sind Man, einfach das ist länger. einfach länger. Sind auch die ganzen Kills sind halt ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher, die Kamera halt länger drauf, aber das macht es natürlich auch ein bisschen runder. Ja, Tom Savini hat die Effekte Ja. gemacht. Nach dem ersten Teil, er war der, der Jason erschaffen hat, und er sollte der sein, der Jason tötet. Joseph Zito hat Regie geführt, der ja auch Missing in Action und Invasion USA gemacht hat und Forke des Todes. Und Der Red soll. Scorpion. Und Red Scorpion, stimmt. Und der soll eine Katastrophe am Set gewesen sein. Die eine Darstellerin, die ist mit Unterkühlung, die haben das ja im Winter gedreht, die musste ja da in diesem See schwimmen, und während der Ja. Drehpausen hat man ihr nicht mal was zum Wärmen gegeben, Das und ist ist dann dann. so geil in der Doku, ne? Dann kommen auch die Dasche zu Wort, die sagen Ja. alle, das war Katastrophe und der hat dann das und der war ein Arschloch und so. Und dann kommt irgendwie geschnitten, dann sitzt so Joseph, sieht ein alter, gemütlicher Mann da auf dieser Veranda und sagt, ja, ich weiß, die Leute behaupten immer irgendwie, ich wäre ein Arschloch, ich weiß gar nicht warum. Ted White, der Jason-Darsteller, hat sich wohl besonders stark für die Schauspielerin gemacht. Ja. Nein, aber ich muss sagen, dass Freitag der 13.4. von diesen frühen Filmen eigentlich mit der unterhaltsamste ist. Ja, Also das stimmt tatsächlich. Joseph Zito hat es geschafft, einen unglaublich unterhaltsamen Freitag der 13. zu machen, weil er macht das gleiche wie Halloween 2. Er gibt Vollgas. Er gibt von Ja. vornherein Vollgas. Das heißt, Jason wird ins Krankenhaus gebracht, nachdem er im dritten Teil, ja, dann vermeintlich in der Scheune gekillt wurde, in die Leichenkammer. Da steht er 5 Minuten auf, tötet einen Pfleger und eine Schwester und macht sich auf Richtung Crystal Lake. Diesmal nicht ins Feriencamp, sondern Mich würde nur zum. immer interessiert, wie er da hingekommen ist. Ist er gelaufen? Ist er Er ist gelaufen, er gefahren? ist gelaufen, er ist gelaufen. Du Hm? siehst ja, dass er an Hat diesem aber auch Tag. keiner gesehen. Du siehst ja dieses Zwischending, wenn nämlich die neue Fuhre Teenager, unter anderem mit Crispin Glover, Ja. der eine interessante Rolle hat tatsächlich in diesem Ja. Film, einen interessanten Tanz Den darbietet, interessanten Tanzstil, ja. den er wirklich hatte. Sie waren fassungslos am Set, als der anfing zu tanzen. Dann so, halt drauf, wir brauchen das. Auf dem Weg nimmt ist dann diese fette Anhalterin. Darf man das noch sagen? Doch, man darf Anhalterin Ja. noch sagen, die auch mit der Banane ist und die dann gekillt, die nicht mitgenommen wird, weil sie sagen, für die Fette haben wir keinen Platz. Und die dann gekillt wird. Das heißt, man sieht, er ist auf dem Weg, er ist auf dem Fußmarsch in deren Richtung. Und die sind nämlich am Crystal Lake in einem Ferienhaus, das die Familie Jarvis, wobei wir den Vater Jarvis nicht kennenlernen. Wir wissen nicht, ob der tot ist, ob der die Familie verlassen hat. Es ist also Mrs. Jarvis mit ihrer Tochter Trish von Kimberly Beck gespielt, die wirklich gut spielt, und eben von dem ganz jungen Corey Feldman als Tommy Jarvis, die einzige
Figur neben der Heldin aus dem ersten Teil, die mehrfach auftaucht. Sogar in den Fanfilmen mittlerweile taucht die Figur des Tommy Jarvis allerdings dann immer von Thom Matthews gespielt, der ihn in Teil 6 verkörperte und der auch den Kultix, der auch im Computerspiel tatsächlich so auftaucht. Im fünften war es aber auch ein anderer Schauspieler, Ja, ne? der im fünften sollte auch im sechsten spielen, ist aber dann Priester geworden. Stimmt, der war mal was, ne? Das, ja, genau, der ist doch dann irgendwie christlich Ja, geworden und und hat der fand das dann ganz furchtbar, was er da hat gemacht Gott hat. gefunden und hat gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Gut, lässt sich auch schwer vereinbaren, Ja. wenn du irgendwie in die Kirche gehst und merkst irgendwie, oder Ja. ein Pfarrer hat mal bei 13. mitgespielt. Ja, Corey Feldman spielt im fünften Teil übrigens auch kurz mit in der Flashback-Szene, die sie Die haben neu sie irgendwie gemacht bei ihm im haben. Garten gedreht oder Haben sie so. bei ihm im Garten gedreht? Er war nämlich gerade mit den Goonies beschäftigt, Ja, der konnte was nicht, sicherlich ne? karrieretechnisch zu der Zeit eine deutlich bessere Wahl war. Naja, wenn ich mir Corey Feldman heute angucke, weiß ich nicht, Ja. ob irgendwas karrieretechnisch die bessere Naja, er Entscheidung hatte in den gewesen 80er, wäre. er hatte in den 80ern eine große Ja, Zeit mit klar, Goonies, mit ne? er war ein Lost Boys. Kinderstar. Ja, Lost Er war ein Kind, Boys, ja, Jugendstar auch noch. Stand by Me, oder? Stand by Me war er Ja, dabei. klar, ja. Daddy's Cadillac war nachher noch ein Ja, relativ großer Kinofilm. der war auch noch ganz So. unterhaltsam. Ja, aber dann Und irgendwann wurde es halt dann schon ein bisschen düster, ne? naja, dann wurde Und es wenn du nachher, dir der ist. heutige Auftritte von dem anguckst, ich vergesse nie Der, dieses Video, wo er mit seiner Single aufgetreten ist in irgendeiner TV-Show. ja, Hier, der wo er hatte auch ja. aussieht wie der Reaper. Der hatte ja zusammen mit seinem Kumpel Corey Haim, Ja. die ja zusammen Lost Boys gemacht haben und Daddy's Cadillac und so weiter, die hatten ja eine schwere Zeit. Er behauptet ja auch immer Ja. noch, dass Corey Haim vergewaltigt wurde von Charlie Sheen am Set, Was ja. ich jetzt nicht so unglaubwürdig Ich finden würde das auch würde. nicht, ich würde das auch nicht. Und wir wissen, Corey Haim ist den frühen Drogentod im Endeffekt Ja. gestorben. So, also der hat wirklich einen Knacks wegbekommen von dieser Zeit. Ja. Und was sehr schade ist, weil den mochte ich auch immer sehr Tragisch, gerne. ja. Die waren Ne? eigentlich immer zusammen auch sehr sympathisch. Die waren auch gut befreundet. Also, das Naja. ist eine sehr tragische Anekdote. Ob da jetzt Charlie Sheen für verantwortlich ist, Ja, ne, wissen wir nicht. Das. kannst du nie beweisen. Aber angesehen dessen, was der Mann so auf dem Kerbholz hat, ja, ich weiß halt nicht. Ja. Aber also wie gesagt, es spielt also im Haus der Jarvis. Es ist übrigens, der Titel ist beschiss, weil Teil 2 spielte an Freitag der 13. Das stimmt, ja. Teil 2 endet aber am Morgen des Samstag des 14. An dem Tag fahren die Teenager von Teil 3, noch gar Dahin? nicht, am Abend von Samstag dem 14. wird dieses Pärchen dann umgebracht, das diesen Krämerladen hat. Mhm. Und am Sonntag, dem 15., müsste dementsprechend Teil 3 spielen, in dem die neuen Teenager auf diese Farm fahren. Das endet dann allerdings am nächsten Morgen. Das wäre Montag, der 16. 16. Und an dem Abend wird ja erst Jason ins Krankenhaus gebracht und ist am nächsten Tag, also am Dienstag, den 17. Das müsste Dienstag, der 17. müsste der Film heißen. Wenn Ja, auch wir. cool. Na, Dienstag der 17., das letzte Kapitel Mord. Ja. Also der Freitag, der stimmte schon nicht mehr. Aber ich mag den unheimlich gerne. Ich finde die Teenager halbwegs interessant, diese Gruppe, Es sind die ja auch ein paar natürlich, gute Leute dabei, ne? ja, die aber auch Was? natürlich, man kritisiert immer, ey, das sind junge Leute und die wollen nur ficken und Drogen nehmen. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich jung war und ich wollte nur ficken und Drogen nehmen. Ja. Also es ist ja wirklich die Realität eins zu eins Also, abgebildet. wenn ich bedenke, wenn ich mit meinen Freunden Dänemarkhaus, wenn wir das gut haben, also auch noch mit Anfang 30, dann sind wir Schläge Alkohol, Gras war dabei, und ja, und natürlich hat man jeden Tag gevögelt, also die Pärchen für sich in dem Fall. Aber das war Ja, halt, klar. das war halt auch der Kater, der Quotenkater kommt. Der Quotenkater. Ja, das ist halt so. Ich finde das gar nicht so abwegig, dass junge Leute das wollen. Das ist normal. Ja, das ist normal. Aber man hat ja auch Deswegen, dann tatsächlich hier in der Besetzung ein paar ganz ordentliche Leute drin. Also, ja. ne, wir haben schon über gesprochen, Corey Feldman, Crispin Glover sind da drin. Ja, Kimberly Beck fand Ich. ich auch gut. Also Kimberly Beck die ist Chef. gut. Ja. Ich muss gerade schauen, wie heißt der Junge aus Last American Virgin, den ich Aber es sind jetzt einige, gerade. also diese Teenager, die spielen alle richtig gut. Ja, Ja. und die sehr reizende Judy Aronson Ja. aus American Fighter, wer den noch kennt. Ja, Das genau. Love Interest von Michael Dudikoff. Genau. Ist das nicht sogar die, die
die Probleme hatte, die in dem See stirbt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, Ich ich muss. glaube ja. Ich Ja, glaube ja. Ich ne? habe jetzt darauf verzichtet, jetzt Freitag der 13. jetzt nochmal extra komplett zu gucken, weil den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich habe meine Jugend rauf und runter geguckt. Für mich Ja. war Jason, war für mich, ich wusste immer, dass das keine besonders guten Filme sind, aber ich fand die immer besonders unterhaltsam und ich hatte viel Spaß daran. Ja, da muss ich sagen, das geht mir nicht so. Ich hatte zum Beispiel so mit den Halloween-Filmen immer mehr Spaß, weil da ist mir gefühlt, passierte da immer mehr. Und da war irgendwie dieses, na, wie geht's denn weiter? Und dann, wie geht das mit den Figuren weiter? Oder was haben sie sich jetzt ausgedacht? Und bei Freitag war das halt immer mir ein bisschen zu repetitiv. Also, ne, klar, es sind Slasher-Filme, wiederholen sich immer irgendwo. Aber da war es mir immer so ein bisschen zu eintönig. Immer dieses gleiche Setting irgendwo, ne, im Wald und dann waren Seen dabei und immer so dieselben Teenager-Stereotypen. Also irgendwie hat mir das immer nie so viel gegeben. Mit Ausnahme halt wirklich von Teil 1, den ich immer nach wie vor noch wirklich gut finde, weil den habe ich mal irgendwie ganz jung angesehen. Da hatte ich richtig Angst. Dann den vierten, den sechsten und den zehnten. Also, ne, für alle, die, ne, der zehnte Jason X, ne, Ich Freitag der sag, 13. in Space, ja, ist der das ist, Ding. ja, aber ich finde, man kann sie alle gut. Den neunten hasse ich. Also den neunten mag ich gar nicht. Ja, den Das ist mag ich auch immer, nicht. aber ansonsten finde Ich ich. find auch den achten Ja, stinklangweilig. der achte ist ganz früh, selbst, also ich habe die ja mit meiner Tochter bis Teil 8 geguckt und da haben wir 10 und Freddy vs. Jason geguckt und sie und auch das Remake. Und sie fand auch den achten, fand sie ganz schlimm. Der ist auch wirklich, da hat man wirklich falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ja, das ist wirklich so. Und der siebte hätte gut sein können, wenn sie den nicht wirklich radikal irgendwie runtergekürzt Ja, hätten. das Den Blöde haben sie ist. um alles beraubt, was irgendwie sehenswert Ja, war. und das Material leider. Nicht weitsichtig genug aufbewahrt. Es gibt nur Ja. diese schrammeligen, die kann man auf YouTube, kann man das unrated Material sehen, auch nur Ist hohen. halt ganz schlechte Weil Qualität, das ne? hatte John Karl Büchler, der Regisseur, noch auf VHS-Band mit Timecounter und aber es ist interessant, also der Film wäre mit Abstand der härteste geworden Genau. zu der Und damaligen Zeit. der sechste Teil ist halt so irgendwie von den alten Filmen, finde ich, der spaßigste. Weil Der, der ja, das. gibt natürlich auch Vollgas, Das war mein Einstieg, ne? Also. hat aber wirklich dieses Augenzwinkern, dieses Ja. Ironische da drin, was irgendwie auch gerechtfertigt ist bei solchen Filmen, also bei Ja. solchen stumpfen Ja, Sachen wie Freitag der 13. die wussten genau, was sie da taten. Allein wenn Jason im Vorspann wie James Bond mit Genau. dem Gunbarrel-Intro kommt, Das, das ist der, der ist so so der geil. Regisseur Tom McLaughlin, ist dann so gefühlt hingegangen und hat gesagt, okay, ich mache jetzt Freitag 13.6, lass da mal einfach Spaß mit haben. Ja? Genauso ist es ja mit Jason X oder so. Das ist ja auch totaler Trash, aber das ist so, der ist hingegangen, hat gesagt, oh komm, lass doch das mal nehmen und einfach mal damit Fun haben. Ja, lass Aber das. der Sechste hat es besser gemacht. Findest du? Ich finde ja, ich finde der Sechste, weil Jason, ich liebe Jason X, ich habe da Spaß dran, aber ich finde, Jason X hat gar kein Horror-Feeling mehr. Und Freitag 6 schafft den Spagat, dass er Ja. trotzdem noch, immer noch wie ein Slasher-Film wirkt, obwohl er durchweg einfach völlig bescheuert ist und er hat gute Charaktere. Also ich finde, er Ja. hat wirklich, er hat auch wieder, also den Tommy Jarvis finde ich super. Ich konnte mit dem fünften halt nie so viel anfangen, auch wenn der jetzt nicht wesentlich schlechter ist als irgendwie Freitag 2 oder Freitag 8 oder, also weißt du so, das ist jetzt, der wird halt immer nicht so geliebt, einfach, ne? So dieses Halloween 3-Prinzip irgendwo. Ja. Aber der hat ja trotzdem, aber der musste ja auch federn lassen, irgendwie in den Kills und so. Und die leiden halt alle darunter, dass sie halt immer nur eigentlich, dass du Rumpfassungen von denen hast. Ja. Ja. Und das macht so ein bisschen, denke ich, wenn die vollständig wären, das wäre nochmal ein Ding. Also wenn Paramount Ja. morgen irgendwie ein HD-Master von den ganzen Unrated-Szenen aus dem Hut zaubern würde, dann Oh. würde ja die ganze Welt würde ja steil gehen. Ja, das ist, Das wird nicht passieren. große Major wollen das nicht. Im Endeffekt könnte man tatsächlich das, was an Material existiert, dank KI heute wunderbar einfügen. Das könnte man Ja. alles aufpolieren. Du kannst mit KIs ja mittlerweile Bilder aufpolieren. Das wäre ja Ja, Wahnsinn. ich sage jetzt mal für jeden, den es interessiert, mit zwei, drei entsprechenden Klicks kriegst du auch heute die Unrated-Fassung, wo dann Leute, sag ich mal, das Material in die Kinofassung integriert hat. Da haben sie es. Mittlerweile gibt es ja Leute, die machen das so gut. Ja. Da kannst du das problemlos in der Unrated-Fassung gucken. Ne? Da musst du ein paar Abstriche machen, was die Bildqualität angeht. Aber
Das geht schon. Ja, und Freitag, der 13.04., um nochmal auf den zurückzukommen, ich mag den total gerne, weil der Tempo hat. Der ist einfach nicht, der wird nie langweilig, Nö. der profitiert, der hat zwar natürlich seine Dulli-Figuren, die haben alle ihre Dulli-Figuren, aber Ja. hier sind sie noch am unterhaltsamsten und am interessantesten besetzt. Und ich finde halt auch, der ist von denen, für mich, jetzt, ich habe jetzt nicht alle 100% szenengetreu auf dem Zettel, aber für mich ist es von den Alten der härteste. Ist er auch. Also Savini hat ordentlich Gas gegeben. Wie Also gesagt, man, der erste, ja, selbst in der R-Rated, die Morde sind an sich ja drin, es sind halt nur sehr kurz gehalten. Ne? Ich sage nur hier Korkenzieher und Axt. Korkenzieher oder wenn am Anfang der Krankenpfleger da mit Ja, dieser Knochensäge Knochensäge, da ja. und natürlich, dass am Ende, wenn Jason die Machete in den Kopf kriegt, er dann so an der Klinge runterrutscht. Da haben die echt gefeilscht. Ne? Also die haben andere Szenen geschnitten, die haben mit der MPAA gefeilscht, das wollten sie unbedingt drin haben. Deswegen haben sie bei anderen Szenen klein beigegeben und gesagt, ja, komm, das brauchen wir aber. Das muss drin sein, Das ist ja. der Klimax des Films und das ist dann ja auch drin und Ja. das sieht schon geil aus. Ja, auch wenn man am Ende jetzt immer dieses, dass Tommy Jarvis sich über den Kopf rasiert und dann irgendwie versucht, irgendwie Jason den Jungen darzustellen, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also so ein bisschen vom Effekt her, dass das irgendwie funktioniert, also dass er auf die Idee überhaupt kommt, ja. Ja, war schon immer merkwürdig. Also die Freitagfilme bestachen jetzt auch nie durch große Drehbuchkunst. So, ne? Ja. Aber für mich ist der vierte gehört ja zu meinen Top 3 Ja. Freitagfilmen.